Ich stell dir jetzt von Hang the Bag vor. Was wirst du in diesem Video erfahren? Ich zeige dir, was du alles da reinkriegst, wie groß er ist, ob ein DIN A4-Ordner reinpasst, ob wahrhaftig die LKW-Folie auch wasserdicht ist. Also bleib dran und schau dir das ganze Video an. Ein Start-Unternehmen, das 2014 in Deutschland gestartet ist, mit eigentlich The Hang, was ist denn das eigentlich? Eine Hängematte, die ultraleicht und ultra groß ist, gestartet ist und jetzt entsprechend auch einen Rucksack entworfen hat für dich. Und zwar, was macht den Rucksack aus? Ganz einfach, er ist aus LKW-Folie hergestellt und ist ein Committer bzw. ein Kurierrucksack mit einem Flip-Top. Was passt alles rein? Kommen wir gleich zu. Erstmal fangen wir hinten an. Er ist natürlich ein klassischer Kurierrucksack, das heißt, was darf nicht fehlen? Vollkommen klar, atmungsaktiver Rücken und auch atmungsaktive Schulterriemen. Du kriegst mitgeliefert entsprechend ein Karabiner, wo du deinen Schlüssel zum Beispiel dran machen kannst oder halt auch was anderes. Du hast entsprechend höhenverstellbare Brustgurte, die entsprechend mit einem Gummi flexibel ausgerüstet sind. Du hast unterschiedliche Laschenpunkte und was ich sehr cool finde, ist diese, oh, jetzt habe ich sie eingehakt. Diese Ösen kannst du natürlich, da gibt es keine Grenzen gesetzt, entsprechend ausstatten hier mit dem Schlüssel, aber auch deine Sonnenbrille kannst du sehr gut daran aufhängen. Ich hatte ursprünglich gedacht, auch diese Lasche hier oben von The Bag könnte ich dementsprechend dafür verwenden. Aber meine Arme sind zu kurz und dementsprechend kann ich es schlecht hier hinten reinstecken. Einfacher geht es hier mit der Öse. Und das finde ich echt klasse, weil dementsprechend hast du immer die Hände frei. Er ist unheimlich bequem zu tragen. Wie gesagt, ob der wasserdicht ist, sehen wir gleich. Du kannst mir einen Gefallen tun. Gib mir einfach ein Like, damit dieses Video mehrere sehen, denn ich möchte The Hang helfen, damit sie bekannter werden, weil ich finde die Idee cool, ich finde die Typen cool und das Konzept stimmt. So, was kannst du alles reinpacken? Du hast bei dem Hang zwei Kompressionsgurte, wo du nichts reinstecken kannst, sondern erstmal eine Jacke befestigen kannst, ein Stativ befestigen kannst, eine Yogamatte, Schlafmatte oder vielleicht auch die Hängematte. Auf der anderen Seite hast du entweder ein Regenschirmfach oder ein Flaschenfach. Hier in diesem Falle eine Sinzinger Apfelschorlenflasche mit 0,75 Liter passt sehr gut rein. Was natürlich ein bisschen doof ist, ist, wenn die Flaschen etwas kleiner sind, hast du hier ein sehr rigides Fach. Also wenn das noch ein bisschen ein Gummizug hätte und sich automatisch ranzieht und spannt, wäre es ideal. Du hast vorne entsprechend ein Schnellzugriffsfach. Das exakte Maß siehst du unten in dem Link auf travelliebe.com. Da habe ich dir entsprechend den Review-Blog oder die Review-Blog-Seite verlinkt. Da werde ich dir das komplette Konzept vorstellen. Die kompletten Maße von aufgeklappt, eingeklappt, Innengröße, exakte Laptop-Bemaßung und auch natürlich das Frontpack. Fach. Du hast hier natürlich die Möglichkeiten, alles reinzupacken, was du willst. Im heutigen Zeitalter packe ich sehr gerne, wie du ja weißt, Atemschutzmasken, PS2-Masken ein,
Er ist wasserdicht. Ob der das auch gleich ist, sehen wir dann. Ich hoffe, du wirst jetzt auch sehen können, was alles reinpasst. Aber bevor ich da oben erstmal auspacke, packe ich das externe Laptopfach aus. Und zwar hast du an der Seite, und das finde ich ziemlich charmant, dass das nicht von oben ist, an der Seite hast du ein Fach für ein 15 Zoll Tablet. Polsterung nach innen, zum Rücken und auch ein wenig zur Seite. Manko ist natürlich, dass du nach unten auf dem Boden kein Polster hast. Also wenn du deinen Rucksack ein bisschen fester aufstellst, knallt dein Laptop direkt unten rein. Was kannst du da machen? Ich habe gerade nichts hier. Leg dir einfach ein Stück Schaumstoff unten rein. Das wäre dann ideal, weil dann schlägt auch das Laptop nicht unten durch. Was natürlich The Hang machen könnte, ist einfach unten 3 cm über dem Boden abzusteppen, weil nach oben hin ist das Fach groß genug, ne? Und dann schlägt es auch nicht durch. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, wie du das entkoppelst, damit dein Notebook nicht durchgeht. Was ich natürlich ziemlich cool finde, ist auch hier, ich zeige dir nochmal den Boden, der ganz anders ist als das restliche Material. Das ist hier viel widerstandsfähiger und wenn du es abstellst, verkratzt es halt nicht so. Dass das Bag Falten schlägt, ist total normal, weil das ist eine PVC LKW-Plane. Und das Coole daran ist natürlich, du kriegst es unheimlich einfach wieder mit einem normalen Mikrofasertuch sauber gemacht. So, das Konzept ist, was ist alles in dem Bag drin? Schau dir das einfach mal an, was kannst du da alles reinladen? Es ist ein Monovolumen. Ein Monovolumen heißt natürlich viel Platz, schwierig zu packen für mich. Und zwar muss die größten Teile nach unten legen. In dem Falle meine Kopfhörer habe ich immer dabei. Bei solchen Bags benutze ich sehr gerne die Polycubes. Verlinke ich dir auch mal unten, weil dementsprechend hast du dann dein Handtuch dabei, deine Wechselsachen, wenn du mal baden gehst, etc. pp. Die gibt es in unterschiedlichen Größen und dann kannst du natürlich so ein Monovolumen sehr gut bis aufs letzte Stück packen. Du hast Platz für natürlich sämtliche Unterlagen und wie du siehst auch DIN A4 Ordner. Passen da locker rein. Also auch für die Schule sehr gut geeignet. So, was du hier natürlich hast, auch ist eine Innentasche. Ich zeige sie dir so. Ist vielleicht einfacher. Das ist die einzige Innentasche drin. Es ist sehr cool, weil da kannst du natürlich Kleinteilen reintun. In dem Sinne, oder Kleinteile reintun. Stifte, vielleicht eine Powerbank und Kabel. Vielleicht auch dein Portemonnaie, wer weiß. Was ich an dem Rucksack natürlich ein bisschen vermisse, ist, wenn ich nicht gerade ein... Wo habe ich es denn? Eine Mappe mitführe, wo ich direkt ein Stiftefach drin habe, hätte ich mir bei diesem Bag irgendwie Stifteschlaufen gewünscht, ja. Aber nichtsdestotrotz, auch hier vorne passen natürlich ein paar Stifte rein, ja. Also das ist gar kein Problem. Und jetzt zeige ich dir einfach mal, wie der sich im Regen verhält. Also bevor wir jetzt den Test anfangen, schau oben in das Video. Da habe ich dir auf jeden Fall die besten Rolltops, die ich gefunden habe, mit Laptopfach getestet. Und schau mal, ob da der ein oder andere dabei ist, der vielleicht nicht ein Hang
beziehungsweise the bag ist. Ja, ich habe mir heute oder jetzt Luigi wieder als Hilfe geholt. Und du siehst, also wir werden hier ihn unter die kalte Dusche stellen und mal eine halbe Minute beregnen lassen. Ich weiß ganz genau, dass das nicht der Test ist, der im natürlichen Umfeld vonstatten geht. Aber besser als gar nichts und es gibt dir sehr gute Insights. So, starten wir jetzt. Und drehen wir ihn mal ein bisschen, damit wir auch sehen, wie schön das alles abperlt. Und du siehst, die LKW-Plane macht ihren Job sehr gut. Wir haben die wasserdichte Flaschenfach. Ich bin mal gespannt, ob da was reinläuft. Und ob wir unten drin dann ein Aquarium haben, weil es fehlen hier Ablauflöcher. Und da kann sie noch so dicht sein. Ja, schauen wir mal. Stoppen wir jetzt mal. Und du siehst, es perlt sehr schön ab. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Erste ist die wasserdichte Tasche, Außentasche. Die hat natürlich einen wasserdichten Reißverschluss. Aber hier oben ist eigentlich die Schwachstelle. Mal gucken, ob da was reingekommen ist. Und wie wir sehen, ist alles trocken. Das ist super. Test bestanden. Unfold the bag und du siehst natürlich, dass hier das nass ist. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil das ist ja nur die erste Lage, wie du siehst. Und das Wasser läuft ja nicht berghoch. Ne? Also auch da läuft es dann natürlich rein. Ich habe mal Polycubes reingesteckt, weil ich sicher sein wollte. Und da ist schon irgendwas nass, aber ich glaube, das ist. Ja, warte mal. Und wie du siehst, ist er hier unten absolut nass. Also, der Rucksack, woher auch immer das kommt, auch die wasserdichte Tasche ist wasserdicht und ja, da steht Wasser drin. Also ich vermute mal, dass der Wassereinbruch durch das Flaschenfach kommt, weil dementsprechend kein Ablauf Notablauf ist und alles das, was hier reinläuft, läuft durch ein Stitching rein. Cooles Rucksackkonzept, Duschtest, nicht ganz bestanden, aber es ist ja wichtig, dass wir wissen, wie wir den Rucksack einschätzen können, damit uns diese Fehler nicht in Real Life passieren und wir Dokumentenschaden erleiden, beziehungsweise unser teures iPad, Tablet oder Computer zerschießen aufgrund Wassereintritt. Hat dir der Duschtest geholfen, dann gib mir einen Daumen hoch, denn durch deinen Daumen hilfst du einfach, YouTube das besser einzuschätzen und das Video besser zu verteilen, dass es auch andere sehen. Also honoriere es und vor allen Dingen honoriere es für Hang, das neue Startup-Unternehmen, seit 2014 unterwegs, jetzt mit dem Rucksack. Und ich bin gespannt, ob sie etwas modifizieren werden oder mit einem zweiten, hundertprozentigen wasserdichten Rucksack um die Ecke kommen. Also wie gesagt, ich muss auch meine Aussage revidieren, dass die vordere Tasche komplett dicht ist. Du siehst hier, es ist
aufgrund des glänzenden Charakters schon sehr nass da drin geworden. Also nicht nur ein wasserdichter Reißverschluss bringt die Lösung, sondern die ganzen Nähte müssen verschweißt werden und auch die LKW-Plane muss überall verschweißt werden. Und ich glaube, die Riesenschwachstelle ist hier die wasserdichte Tasche fürs Regenschirm. Das Regenschirmfach, nicht für das Regenschirm. Für den Regenschirm oder die Wasserflasche. Da läuft natürlich alles rein, ist relativ dicht und dementsprechend sickert es konstant nach innen in den Rucksack rein. Wenn hier natürlich Auslaufnieten, die du reinschlagen kannst, nachträglich ein Ablauf gemacht wird für das Wasser, hast du natürlich weniger Chancen, dass es reinläuft. Also, ein cooles Konzept, ein neuer Rucksack, der echt schön ist und vor allen Dingen unheimlich praktisch. Aber nichtsdestotrotz, guck jetzt oben links, dort habe ich dir eine Playliste der Fahrradrucksäcke verlinkt. Mit Rolltop oder Fliptop, die halt sehr gut geeignet sind. Es gibt viele Fliptops, Rolltops auf dem Markt, auch mit Laptop-Taschen, aber ich konzentriere mich halt auch auf speziell Fahrradrucksäcke. Dementsprechend müssen sie auf jeden Fall von vornherein im Lieferumfang einen coolen Brustgurt haben, der höhenverstellbar ist. Hat er es nicht, fällt er eigentlich, nicht nur eigentlich, er fällt bei der Bike-Rucksack-Betrachtung für mich komplett raus. Also auch im Zubehör interessiert mich nicht. Die 3 Euro kann der Brand von vornherein mit investieren. Also nochmal Aufruf, hat dir das Video geholfen, den Rucksack besser einzuschätzen und hast du dich verliebt, dann gib mir einen Daumen hoch. Klicke unten auch gerne in die Videobeschreibung, da habe ich dir alles hinterlassen und vor allen Dingen auch den Link, um den Rucksack relativ günstig zu erhaschen, denn ihn gibt es jetzt gerade im Angebot. Daumen hoch und wir sehen uns jetzt im nächsten Video. Bis dann, dein Ruben.